Drin heute bei uns. Damit hallo und herzlich willkommen zum Hamburg-Journal. Bei zwei Demonstrationen gestern am 1. Mai kam es zu Ausschreitungen. Während ein Protestzug in Altona sein Ziel erreichte, entluden sich die Spannungen an der Feldstraße so früh, dass die Polizei die Demonstration beendete. Ordentlich Krach ganz anderer Sorte gab es heute in der Innenstadt, denn Schützen aus ganz Deutschland zogen durch die Straßen auf dem 59. Deutschen Schützentag. Und das mitten in Hamburg, das war auch nicht zu überhören. Ja, sehr ungewohnte Bilder aus der Stadt. Seit genau einem Jahr gehört das Hamburger Abendblatt nicht mehr zum Springer Verlag. Aber bisher lieferte die Redaktion noch immer den Hamburger Lokalteil für die weiterhin Springer Tageszeitung Die Welt. Ab heute ist das anders. Die Welt geht wieder mit eigenen Hamburg-Seiten an den Start. Gleich sehen Sie hier bei uns Bilder, die Sie so noch nie gesehen haben. Versprochen. Aber erstmal machen wir weiter mit den Nachrichten und Jens Riefer. Danke dir, Jens. Jetzt zu einem sensationellen Fund. Haben Sie Hamburg direkt nach dem Zweiten Weltkrieg schon mal in Farbe gesehen? Vermutlich kaum. Bisher kennt man ja nur historische Schwarz-Weiß-Filme. Jetzt hat ein Hamburger, der eine Filmproduktionsfirma hat, zufällig alte, echte amerikanische Aufnahmen entdeckt, die man so in Farbe hier noch nie gesehen hat. Was die Menschen hier noch alles erlebt haben, als der Krieg vor 70 Jahren zu Ende ging, das lesen Sie auch bei uns im Internet unter ndr.de/hamburgjournal. Und eine Hamburgerin, die nach Kriegsende als Flüchtling nach Hamburg kam, die wurde damals im Flora-Theater am Schulterblatt als Tänzerin engagiert. Für uns hat sie jetzt ihr Fotoalbum aufgeschlagen und erzählt. Ja, vielen Dank, Frau Bischoff. Tolle Bilder und Geschichten. Man kann sich kaum vorstellen, dass dieses Flora-Theater heute die Rote Flora ist. Und morgen um 13 Uhr können Sie Helga Bischoff auch noch mal im Stadtgespräch auf NDR 90,3 hören. Hätten Sie jetzt Lust auf einen kleinen Ausflug nach Italien? Demnächst muss man dafür nicht mehr weit fahren oder fliegen, sondern kann sich Bella Italia direkt in der Speicherstadt anschauen. Dort nämlich, wo quasi schon die halbe Welt zu bereisen ist, mit dem Zug. Auch Italien soll in ein paar Monaten fertig sein für den großen Auftritt in einer herrlich zusammengeschrumpften Welt. Ja, dann lohnt sich der Besuch. Jetzt drängt in Hamburg aber erstmal die Zeit mit Blick aufs Olympia-Referendum. Kommende Woche will Hamburgs Politik weiter zu Potte kommen. Es soll ja eine Möglichkeit geschaffen werden, damit der Senat oder die Bürgerschaft die Hamburgerinnen und Hamburger künftig zu bestimmten Themen befragen kann. Heute, vor genau 103 Jahren, wurde der wohl bekannteste, mächtigste, aber auch umstrittenste Verleger der jüngeren deutschen Geschichte in Altona geboren. Als Axel Cäsar Springer. Um seinen Verlag ging es vorhin ja schon am Rande. Im September vor 30 Jahren, da starb Springer in Berlin. Unsere Heimatkunde schaut jetzt noch mal genauer auf den Medientitan aus Hamburg. Ja, und wir schauen auch jetzt schon mal kurz ins alte Land, denn in York, da waren heute alle total aus dem Häuschen, weil es königlichen Nachwuchs gab. Nicht nur in London, nein, auch am Hamburger Stadtrand, da wurde gejubelt, denn eine neue Blütenkönigin ist am Start, wurde auch höchste Zeit, denn die Apfelbäume stehen schon in voller Blüte und bald sind die Kirschen so richtig dran. Denman Tow, viel Spaß. Jetzt spielen wir hier Tennis for Free. Rund 70 Kids kamen heute Mittag auf die Anlage vom THC Horn Hamm im Stadtpark und wollten nur einen treffen. In einem Hamburger Sportverein. Vom roten Sand gleich zu den Herzdamen an der Elbe. Mit denen geht es hier im NDR Fernsehen nämlich gleich weiter, direkt nach der Tagesschau. Und dann die Trödel-Queen. Und später sehen Sie hier dann auch noch den König von St. Pauli. Ihnen viel Spaß an diesem besonderen 2. Mai mit neuem Baby bei den Briten. Kate und William haben ja, Sie haben es vorhin sicher schon gehört, heute Morgen eine kleine Tochter bekommen. Und vorhin waren sie mit der Kleinen dann sogar schon draußen und haben sich stolz der ganzen Welt gezeigt. Also Glückwunsch zum Geburtstag, Prinzessin. Ihnen jetzt einen herrlich entspannten Abend hier bei uns im NDR Fernsehen. Und wir freuen uns morgen Abend wieder auf Sie um 19:30 Uhr im Hamburg-Journal. Tschüss.